Wenn eine Reise zu Ende ist, das Publikum gegangen, die Geschichte geschrieben, dann nimmst du einen tiefen Atemzug und schaust noch einmal kurz zurück. Denn es ist so verdammt viel passiert in diesem Sommer, von Juni bis Oktober. Da war Marco Wittmann, der Star unserer Show. Mega Marco, mit seiner Green Machine fast schon legendär. Marco war die Überraschung, sein BMW M6 in die Jahre gekommen. Aber er selbst, taufrisch und hellwach. You can never question the commitment of Marco Wittmann, because it's always there. Er kämpfte, Rad an Rad, gewann Rennen und unseren Respekt. Wieder mal. Wir sind stolz, ihn im Team zu haben. Und neu in der Familie? Sophia Flörsch. Endlich wieder eine Frau in der besten Tourenwagenserie der Welt. Nach fast 10 Jahren. Sie ist noch ein Rookie. Aber sie biss sich durch und eroberte die Herzen der Fans. Denn sie hatte für jeden ein Lächeln. Egal, wie hoch der Druck auf ihr lastete. Ach ja, die Fans. Sie haben gefehlt. Aber ab Zolder waren sie wieder da. Endlich. Sie sahen Janis McDavid, wie er seine Runden zauberte. Unser Joystick-Racer. Ohne Arme und Beine, aber mit unbändigem Willen und unserer Drive-by-Wire-Technik an Bord. Am Red Bull Ring gelang uns dann die Sensation. Unser DTM Electric jagte über die Strecke. Wie eine unbemannte Raumkapsel. Mit Tim Heinemann im Simulator. 80 Kilometer entfernt. Eine Wahnsinnsleistung unserer Ingenieure. Vor Riesenkulisse. Marco startete hier seinen großen Zwischensport. In Assen war er dann eine Klasse für sich. Und Sophia zeigte, dass sie diese Chance verdient hatte. Sie sammelte Punkte und schrieb Geschichte. Balsam für die Seele. Der Höhepunkt dann am Norrisring, unser Home-Turf. Gänsehautmomente in der grünen Wand. Und Marco demonstrierte ganz nebenbei, was in der Zukunft der DTM steckt. Denn sie wird spektakulär und elektrisierend. Maxi Bug fuhr dann auch noch aufs Podium mit unserem Space Drive-System. Auch wieder ein Meilenstein. Und Sophia? Wie eine Löwin im stärksten Fahrerfeld jenseits der Formel 1. Sie war endgültig angekommen. Nach so einer Reise wissen wir einmal mehr. Der Rennzirkus ist unser Lebenselixier. Die Bühne für Ideen, Entwicklungen und Emotionen. Hier messen wir uns. Und hier schlägt unser Herz. Wir können die nächste Reise jedenfalls kaum erwarten.